Wir berichten gerne über Themen, die mit Sport und Natur verbunden sind. Doch was hat eine Demonstration damit zu tun? Der Protest richtet sich gegen einen Hafen, der schon lange geplant ist. Genau im Jahre 1971 wurden die ersten Pläne für dieses Projekt erstellt. Dass zu dieser Zeit das Wissen über die wichtigen Zusammenhänge der Natur noch nicht erfasst waren, ist nachvollziehbar. Doch inzwischen schreiben wir das Jahr 2009 und sind in einem vernetzten Zeitalter. Heute sind uns viele Zusammenhänge unseres Lebens mit dem Meer bewusst, auch wenn der Mond immer noch besser erforscht ist wie die Ozeane. In diesem Industriegebiet bei Granadilla soll der Industriehafen entstehen. Über 1500 Meter soll die zukünftige Mole hier rot eingezeichnet in das Meer hineinreichen. Rund 5 Kilometer lang bis zur Montagna Pelada wird sie gebaut. Etwa das dreifache Volumen vom Montagna Roja wird zum Aufschütten der bis zu 70 Meter Tiefe reichenden Hafenanlage benötigt. Einmalige Strände, zahlreiche Immobilien, Freizeit und weltweit einmalige Naturwerte werden definitiv zerstört. Im hier eingezeichneten Gebiet wächst mit etwas Glück allenfalls die Wirtschaft für eine Insel, die keine Besucher mehr hat. Auf Jahre hinweg wird durch die Bauarbeiten im Strömungsbereich das Wasser trübe. Die hier vorherrschende Strömung führt über La Gomera bis El Hierro. Was bedeutet das für das Naturschutzgebiet Montagna Roja? Der klassische Nordostpassat verändert vermutlich Stärke und Richtung. Schon jetzt hat sich durch die Bebauung auf dem Cavesso eine Windverwirbelung in der Bucht von El Medano gebildet. Befürchtet wird, dass mit der 500 Meter in das Meer hineinreichenden Mole der Wind und die Wellen sich so weit verändern, dass die Wanderdünen im Naturschutzgebiet Montagna Roja verschwinden und das gesamte, teilweise einzigartige Ökosystem über wie unter Wasser zerstört wird. Nicht zuletzt werden auch die bereits bekannten Probleme in Großhäfen wie ansteigende Ölverschmutzung als Gefahr benannt. Die Demonstranten wissen auch, dass der Fortschritt nicht aufzuhalten ist und bieten Alternativen. So lässt sich der bereits bestehende und nicht ausgelastete Hafen in Santa Cruz für etwa die Hälfte der für den Hafen in Granadilla veranschlagten Summe erweitern, bei deutlich geringeren massiven Eingriffen in die Natur. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Plaza Militar wurden einmal mehr die Standpunkte klargestellt. Llevamos más de 10 años alertando en múltiples informes sobre las graves consecuencias que acarreará la construcción de un puerto industrial en Granadilla, ser las playas y los fondos y por lo tanto el hábitat de especies de flora y fauna terrestre y marina que no se desarrollarán en otro entorno. La pérdida de la biodiversidad es una de las pérdidas comunes, es una pérdida que nos afecta a todos. Los cebadales se comportan como auténticos oasis de vida marina y por ello han gozado de protección a nivel canario, estatal y europeo. Industrial que además cuenta con informes económicos que no le auguran ninguna ventaja en el marco del desarrollo ni en la calidad de vida, ni siquiera en aumentos reseñables de puestos de trabajo. El respeto a la biodiversidad, a las especies protegidas y al cumplimiento de la ley con independencia de su adscripción política solicitamos el no a la descatalogación de los cebadales y el sí a la vida. ¡No al puerto de Granadilla! Parar este puerto ya no es un sueño. Hay cientos de millones de euros para el macropuerto, pero no hay dinero, por ejemplo, para hospitales en el norte y en el sur. Die Aufnahmen zeigen das Krankenhaus von Los Cristianos Arona, dessen Bauarbeiten im Jahre 2008 für ein Jahr komplett stillstanden. O para las pequeñas y necesarias obras de carácter social, para el bien colectivo, al progreso, sino a la destrucción de nuestra tierra. No decimos que no al bienestar de todos y de todas, sino al enriquecimiento ilícito de unos pocos. Compañeros y compañeras, ni un paso, este puerto lo vamos a parar. No al puerto de Granadilla.
Auffallend war, dass keine der öffentlichen Fernsehanstalten vertreten war und in einer Fernsehmeldung nur von 2000 Demonstranten gesprochen wurde. Die Polizei dagegen sprach von 15.000 bis 20.000 Teilnehmern. Wir schätzen, etwa 30.000 Menschen haben sich an diesem Tag zu einem friedlichen Protest für die Natur entschlossen. Ob er schon weiß, was der Grund dieser Kundgebung war, darf bezweifelt werden. Gleich wie der weitere Fortgang ist. Sein Leben und das zukünftiger Generationen wird davon beeinflusst, positiv oder negativ. Wünschen wir ihm, dass die Stärke der Natur siegt.